Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Tram Simulator Urban City oder so ähnlich, genau. Schön, dass ihr wieder dabei seid und ja, wir machen gerade noch hier im Simulator. Gut gemacht. Also, lassen Sie uns mit der nächsten Lektion weitermachen. Ja. Wir machen hier gerade im Simulator, spielen wir gerade Simulator. Und ja, schön, dass du auf jeden Fall dabei bist und wir lernen gerade ein bisschen, wie man Straßenbahn fährt. In dieser Lektion werden Sie lernen, wie man Haltestellen richtig anfährt. In Angel Shores haben wir jetzt ein sehr dichtes Netz an Stops, die mit entsprechend vielen Linien abgedeckt werden müssen. Wie viele Passagiere an den Haltestellen auf Sie warten, hängt vor allem von deren Gewohnheiten und der Tageszeit ab. Ihr Job ist es, Sie pünktlich an den Haltestellen abzuholen und Sie sicher und verlässlich zu Ihrer Haltestelle zu bringen. Das werden wir jetzt im Simulator mal testen. Dafür lasse ich jetzt mal eine Menge Fußgänger erscheinen. Sie sind jetzt mit Ihrer Tram einer vorgefertigten Linie zugeteilt worden. Folgen Sie der Streckenführung und bleiben Sie an den markierten Tramstops stehen. Okay. Ich werde gerade gefragt, wo die Herausforderung ist, also hier im Live-Chat auf Garderobe Plus. Und ja, vielleicht müssen wir hier in der Tat noch Karten verkaufen nicht. Aber jetzt lernen wir gerade zum Beispiel, wie wir an der richtigen Stelle der Haltestelle stehen bleiben. Je nach Spiel haben wir ja auch schon diverse Erfahrungen gemacht. Das klang jetzt irgendwie anders, als es meinen Mund verlassen und meinen Kopf verlassen hat, als gedacht, ihr wisst, was ich meine. So. Unser Ziel ist jetzt, dass wir perfekt an der Haltestelle halten. Habe ich es richtig verstanden? Ist aber schön, das ist dieses Vorort-Feeling hier. Ich habe sogar geblinkt. Wow! Zebrastreifen! Müssen wir auf sowas achten? Bestimmt, oder? Sie sollten vor den Haltestellen die Blinklichtanlage nutzen, um anzuzeigen, dass Sie dort halten möchten. Das war... Dann bremsen Sie langsam ab. Ja, ich habe schon sehr langsam abgebremst. Sobald Sie vollständig zum Stillstand gekommen sind, können Sie die Türen öffnen und die Passagiere einsteigen lassen. Und vergessen Sie ja nie, die Türen zu schließen, bevor Sie wieder losfahren. Das fallen mir die Leute mittendrin raus. So, einmal Türen öffnen. Was war denn hier... Warnblinker? Da hat man auch eine Taste für. Bin ich gerade blöd? Oder meint der dann rechts blinken quasi, wenn ich rechts ranfahre, links raus blinkt, wenn ich links rausfahre? Ist das damit gemeint? Was denkt ihr? Das ist ja auch so ein Ding, ne? Ich habe den Live-Chat hier bei, damit die mir immer helfen können, weil ich ja total überfordert bin und nichts kann. Dann lassen die mich einfach hier hängen, ne? Ist nicht lieb. So, Sehr gut. Es gehört sich eigentlich auch immer die Klingel zu läuten, bevor man wieder anfährt. So bekommen sowohl die Fußgänger als auch die Autofahrer mit, dass die Tram wieder losrollt. Und vergessen Sie nicht, die Blinker wieder zu verwenden. Je besser Sie die Haltestellen bedienen und die Tram fahren, desto besser fällt am Ende des Tages Ihre Bewertung aus. Und die bringt eine Menge Geld auf das Konto der Firma. Also? Halten Sie sich an die Verkehrsregeln und fahren Sie so gut Sie können. Ich nehme an, also dass das Blinken mit der Normalblinker gemeint ist, ne? So, jetzt müssen wir natürlich aufpassen. Ja, wie gesagt, die Leute auf YouTube fragen sich jetzt, was hier in der Zwischenzeit passiert und wenn ja, wie viele? Ups. Ah, guck mal. Also die nächsten Haltestellen sind auf jeden Fall ganz klar angezeigt. Da haben wir auf jeden Fall Glück gehabt. Jetzt mache ich mal mit nach rechts blinken und gucken wir, ob das dann richtig ist. Also ob da der normale Blinker mit gemeint ist, ne? So. Sind das da oben die Sterne, die wir bekommen? Achso, und dann sollen wir die Strecke beenden. Aha. So, alle drin?
Und dann geht's weiter. Also andersrum blinken. Bimmeln. Ich merke das schon, ich bin jetzt schon total überfordert. Ich meine, es sind nur drei Tasten, aber es ist wie so ein Äffchen, dem man hier so Walnuss-Experimente macht, ne? Ach so, kann es sein, dass dieses Hub-Dings-Haltestellengeräusch, dass das ein Fahrgastwunsch ist, der auf diesen Halteknopf drückt? Kann das sein? Oh! Hilfe. Ich hab aber echt jetzt langsam ein bisschen Angst hier. Halt, stopp. Uiuiui. Ja. Ah, guck mal, da hab ich... Jetzt habe ich einen Abzug bekommen. Seht ihr? Oben einen roten Stern. Das ist der Haltewunsch. Siehst du, Flo, wir lernen das langsam mit dem Kontext. Haltewunsch Fahrgast, oder wie heißt das so schön? Genau. So. Das ist ganz wichtig, ne? Bimmeln und hupen. Ja. Wir müssen da lang. Das ist voll irritierend. Guck mal, da ist einmal diese gelbe dicke Linie. Aber die Linie, die wir fahren müssen, ist die kleine gelbe. Die wollten uns hier echt veräppeln. Halt, stopp! Doch nicht. Eieieiei. Haltewunsch Fahrgast. Die zweite Tür aufmachen. Ich weiß gerade nicht, was du meinst. Hallo? Könnt ihr mal ein bisschen schneller über die Straße gehen? Oh Mann! Okay, zweite Tür. Dann bin ich mal gespannt, ob ich rausfinde, was der Flo mit zweiter Tür meint. Okay, es ist eine Station, aber... Diese Station ist nicht gelb angemalt. Die Frage ist, ob wir dann da auch halten müssen. So. Zweite Tür. Jetzt ist die Tür ist zugegangen. Die da hinten geht nicht auf. Gehen da noch mehr? Haben wir noch mehr Türschalter? Ich gucke mal. Door. Rampe. Sollen wir immer die Rampe aus? Warte mal. Die Rampe brauchen wir doch nur immer. Guck mal, da ist die Rampe. Wir müssen das ja alles mal ausprobieren hier, ne? Jetzt haben wir die Rampe wieder eingefahren. So, dann haben wir hier. Door 1. Wo hast du denn Tür 2 gesehen? Bin ich blind? Wer redet denn da? So, zeig mir mal hier die... So, Rampe. Also unten ist die Rampe, oben ist Tür 1. Wo hast du denn da eine zweite Tür gesehen? Hm, keine Ahnung. Ich fahr mal weiter. Vielleicht finden wir unterwegs eine zweite Tür. Ach so, eine Rampe? Okay, jetzt. Das war einen sehr wichtigen Punkt haben wir jetzt noch zum Schluss zu besprechen. Wir müssen natürlich auch Passagieren mit Rollstühlen ermöglichen, in unsere Trams zu kommen. Deshalb haben wir in allen Trams Rampen installiert, ach, jetzt wird das erklärt, okay. Ausfahren kann. Achten Sie bei allen Haltestellen darauf, dass wirklich alle Passagiere ein- und aussteigen können. Diese Zebrastreifen, ne? Jetzt mal ganz im Ernst. In welcher Stadt... In welcher Stadt gibt es eigentlich so viele Zebrastreifen? Ich glaube, da waren wir fast zu schnell hier. So. Oh nein! Die Haltestelle war doch gar nicht angemalt! Oh!
Warum macht man Tutorial und dann malt man dann an einer Stelle die Strecke an mit so einem gelben Leuchtding, damit jeder weiß, oh, hier muss gehalten werden. Und auf einmal macht man das dann nicht mehr. Hä? Was soll das? Ah, Mann. So. Haben wir jetzt eigentlich unsere ganzen positiven Punkte verbraucht oder warum sind die weg oder werden die immer ausgeblendet? Ich bin hier etwas überfordert gerade. Halt! Bing, bing! Stand da eine Bushaltestelle, okay. Ja gut, es sind ja noch ein paar Tage bis zum Release. Wir spielen ja noch nicht die finale Release-Version. Da kann ja noch was passieren. Und das sind ja meistens so Polishing-Sachen, die ganz am Ende noch stattfinden, ne? Haltewunsch Fahrgast. Jetzt muss ich mittlerweile drei Sachen im Auge behalten. Den Stream, den Chat, dass der Server nicht abgeraucht ist und dass das Aufnahmetool nicht wieder irgendwie rum, was es nicht soll. Ah, guck mal, da ist, hier braucht man die Rampe. So. Dann machen wir jetzt auf. Zu spät und dann die Rampe. Sie, die Rampe, das neue Graffiti, sagt ihr, ja? Mhm. Ich habe auf Rampe gerückt. Macht das? Ja. Ups! Na gut, hat keiner gesehen. Aha. So, dann können wir weiterfahren. Hoffentlich. Achso, die Rampe wieder reinfahren? Das gibt's nicht. Ach, meine Versicherung ruft an. Können die nicht einfach eine E-Mail schreiben? Meine Versicherung, was ist denn mit denen? So. Achso, und den Blinker muss ich wieder ausmachen, ne? Und wieder blinken. Es fühlt sich übrigens doch recht cool an, ne? Also ich habe wirklich so ein bisschen das Gefühl, dass ich hier so richtig schweres Gerät fahre. Da ist es schon ganz gut gemacht. So, warte mal. Hier müssen wir darum. Also mit Plus und Minus da oben mit unserer Bewertung, das sieht auf jeden Fall nicht so gut aus, muss ich sagen. So. Haltewunsch hatten wir nicht, ne? Dann fahren wir weiter. So. Und nochmal ein Haltewunsch. Das heißt, hier müssen wir nochmal halten. So, und jetzt muss ich gleich eine bestimmte Taste drücken, lieber Livestream. So, warte mal. Also jetzt gucken wir erstmal so. Da passiert nichts. Okay. Dann, wir öffnen die Türen. Gucken, passiert da was? Ich sag schon mal, ciao Livestream. Wir öffnen die Türen. Wir sind schon wieder zu spät. Ja, perfekter Haltepunkt. So, Rampe ausfahren. Okay. Also rausgekommen ist jetzt, das sah irgendwie schöner aus. Gut, da eine Rampe wieder rein. Und jetzt kommt die magische Taste. Ich sag mal, auf Wiedersehen Livestream. Achtung! Also wir haben ja heute Abend jede Menge Spaß. Also ich jetzt nicht so, aber die anderen. Achtung, ich drücke die Taste jetzt.
Na, jetzt geht's. Toll. Es ist immer toll, wenn man versucht, einen Fehler zu finden und es ist nicht das Gleiche. Übrigens, ihr seht da unten offenbar die Dockzeit. Minus 5 Minuten 16 ist offenbar die Zeit, die wir hier zu spät sind. Kann das sein? So. Was für eine Registration? Oh, jetzt ist hier, das artet wirklich Stress aus hier. Gucken, ob diese Aufnahme, die heute nicht richtig geklappt hat, läuft. Gucken, ob das mit dem Stream klappt, was nicht richtig läuft. Heute ist echt nicht mein Tag. Heute ist echt nicht mein Tag. Und wenn ihr Mitleid habt, Link in der Videobeschreibung. 10% sparen. Unser fantastischer Partner Games Planet hat für euch das tolle Angebot, dieses Spiel zu kaufen. Für statt 20 Euro sind es dann irgendwie, ne, 17 irgendwas. Meine ich. So. Und weil das hier so ein bisschen Chaos war, machen wir dann die Folge noch einen kleinen Tick länger. Ah, das ist wahrscheinlich die letzte Station hier, ne? Alle aussteigen. Was rattelt denn hier so? Hallo? Ich hab doch ge... Ach komm! Das war doch eigentlich... Ich hab doch eigentlich perfekt gehalten. Aber ich bin jetzt sehr gespannt, ne, ob wir im freien Spiel dann sozusagen... Sie haben jetzt die zweite Lektion erfolgreich abgeschlossen. Dankeschön. Und gelernt, wie man mit den Trams die Haltestellen anfährt. In der nächsten Lektion schauen wir uns die weiterführenden Funktionen unserer Trams an und wie wir uns in Notsituationen verhalten sollen. Ja, Notsituationen, das ist ja jetzt für uns nicht so wichtig. Das kann ja nie passieren. Gut, liebe Leute, dann draußen an Faxgeräten auf YouTube. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefällt, dann... tauchen wir in einen der wichtigsten Aspekte ein, die man als Tramführer beachten muss. Lasst gerne Sicherheit. Ein... Das scheint zwar im ersten Moment selbstverständlich zu sein, aber bedenken Sie, dass Sie ein 70.000 Pfund schweres Biest aus purer Kraft bändigen müssen. Habo da. Es zu zähmen kann eine ganz schöne Herausforderung sein. Deshalb haben wir alle unsere Trams mit Notbremsen ausgestattet, die ihnen helfen sollen, gefährliche Situationen mit Leichtigkeit zu meistern. Aber sie haben natürlich auch ihre Schattenseiten. Nachdem man sie benutzt hat, müssen sich ihre Luftdrucktanks erst wieder füllen und die Bremsbacken sich dann wieder lösen. Das braucht seine Zeit und die Fahrgäste werden nicht so glücklich sein, wenn plötzlich so harsch gebremst wird. Verständlich, oder? Gut. Jetzt aber. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge.